In drei Schritten zur Energiewende. Das Sonnendach der Salzbrücke. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Energieeffizienz in der Gastronomie. Die Energieberatung macht es möglich. Und wie das Bier elektrisch geliefert wird, gibt es in Kürze. Das ist das Salzburger AG-Magazin. Herzlich willkommen. Wir kommen zu Beginn der Sendung gleich zur Stromerzeugung mit der eigenen Photovoltaikanlage. Mit unserem Pachtmodell fallen die hohen Anfangsinvestitionen für Sie weg. Das ist aber nicht der einzige Vorteil unserer Sonnendachaktion. Das eigene Haus. Ihr Wohlfühlort. Doch eines fehlt noch. Eine Photovoltaikanlage. Denn mit der eigenen Energieerzeugung durch die Kraft der Sonne wird jede moderne Haustechnik erst komplett. Und sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Doch wie kommen Sie zu Ihrer eigenen PV-Anlage? Ist das nicht sehr kompliziert und teuer? Nein, denn mit dem Salzburg AG Sonnendach wird Photovoltaik ganz leicht. So funktioniert's. In unserem Photovoltaikrechner können Sie einfach online Ihre Daten eingeben und sehen auf einen Blick, welche Anlagengröße die richtige für Ihr Haus ist. Und Sie erhalten ein unverbindliches Angebot. Interessiert? Fordern Sie einfach online einen Besuch unserer Photovoltaik-Experten an. Diese beraten Sie gern und klären alle Details zur Installation. Auch individuelle Wünsche sind natürlich kein Problem. Aber ist die Anschaffung nicht sehr teuer? Nein, denn wir bieten Ihnen ein innovatives Pachtmodell mit einer Vertragsdauer über 6 oder 12 Jahre. Hohe Anfangsinvestitionen fallen für Sie also weg und Sie bezahlen bequem mit einem monatlichen Pachtzins. Hat Sie unser Angebot überzeugt? Kümmert sich die Salzburg AG um alles Weitere. Förderabwicklung, Einspeisebestätigung sowie die Installation. Ab nun produzieren Sie Ihre eigene Energie mit Hilfe der Sonne. Und wenn irgendwann mal was nicht funktioniert? Die Photovoltaik-Experten der Salzburg AG lassen Sie nicht im Stich und sind immer für Sie da. Sie sehen also, mit der Salzburg AG haben Sie alles aus einer Hand. salzburg-ag.at/sonnendach. Das Umweltservice Salzburg unterstützt jedes Jahr rund 400 Betriebe durch eine geförderte Beratung beim Energiesparen. Wir haben uns das mal etwas genauer angesehen. Klimatisch liegt das Two Seasons im Salzburger Volksgarten zwischen Nordpol und Südseestrand. Im Winter feuern die Besucher in der Eisarena die Bullen an, im Sommer tummeln sich auf der anderen Seite die Sonnenanbeter im Volksgartenbad. Christian Rauchecker führt das Two Seasons seit bald 30 Jahren. Zuerst einmal sind wir dann im Haus selbst damit durchgegangen, haben uns Geräte angeschaut, was ist da los, wie alt sind die schon und so weiter. Wir sind aber dann alleine nicht wirklich weitergekommen, haben es dann erkundigt und sind draufgekommen, dass es da eine super Energieberatung bei der Salzburg AG gibt. Wie in jedem Gastronomiebetrieb ist im Two Seasons neben Pacht, Personal und Lebensmitteln auch Energie ein wesentlicher Kostenfaktor. Energie sparen und damit Kosten senken war auch der Plan. Von den Geräten her sind wir draufgekommen, dass wir doch einige Geräte haben, speziell im Kühlbereich, die durchaus nicht mehr den heutigen Stand der Technik im Bereich der Sparsamkeit, Energieverbrauch und so weiter darstellen. Das heißt, wir haben diese Geräte ausgetauscht mit der Zeit jetzt, natürlich nicht von heute auf morgen. Man muss ja doch schauen, dass man passende Geräte und ob das wirklich so ist, jedes einzelne Gerät. Nach einer eingehenden Überprüfung der Salzburg AG war klar, dass übermäßig viel Energie für die Heizung und die Kühlung, die großen Kühlgeräte und die vielen Elektrogeräte aufging. In der Folge tauschte man den fast 30 Jahre alten Gasheizkessel und einige ineffiziente Kühlgeräte aus. Außerdem wurde die Beleuchtung im gesamten Haus auf LED umgestellt. Nach all diesen Maßnahmen freut man sich derzeit über rund 10% Einsparung bei den Energiekosten. Es hat eigentlich von Anfang an bis zum Schluss alles genauso funktioniert, wie wir es erhofft haben. Vielleicht sogar teilweise noch besser. Ich habe zuerst geglaubt, man kommt einfach, wer sagt, naja, schaut euch einmal das oder das an. Aber es ist wirklich auf die einzelnen Punkte eingegangen, ist ja durchgegangen worden. Jetzt in Energieeffizienzmaßnahmen zu investieren, zahlt sich auf jeden Fall aus. Alle Informationen diesbezüglich bekommen Sie natürlich auch bei der Salzburg AG.
Alle Informationen finden Sie übrigens auch in den aktuellen Lebenslinien, jetzt in Ihrem Postkasten. Wir machen einen Themenwechsel. Die Salzburg ist einer der größten Lehrlingsausbilder des Landes und bietet viele coole Jobs an. Hallo, ich bin die Sandra Weißenbacher und bin in der Salzburger AG für die Lehrlinge zuständig, für deine Zukunft zuständig. Was du für eine coole Lehre bei uns brauchst, erfährst du gleich. Wir bilden 15 bis 20 Lehrlinge pro Jahr aus, unter den Schwerpunkten Elektrotechnik, Kommunikationselektronik, Metalltechnik und die kaufmännischen Lehrberufe. Die Salzburger AG ist ein cooler Arbeitgeber, weil wir ein vielseitiger Arbeitgeber sind. Die Lehrlinge dürfen bei uns in die verschiedensten Abteilungen gehen. Wir haben 80 Jahre Erfahrung für die Lehrlingsausbildung. Wir sind ein Top-Lehrlingsausbilder. Wir haben eine finanzielle Unterstützung für die Lehrlinge, wenn sie in der Schule eine gute Schulleistung bringen. Wir suchen junge, zielstrebige, motivierte Lehrlinge, die so richtig Lust haben, bei uns zu arbeiten. Wir bieten den Lehrlingen eine moderne Arbeitsstätte, eine neue Lehrwerkstätte, die in Zukunft auch eine Tablet-Klasse sein soll. Unter anderem haben wir Aktions- und Thementage. Wir waren einmal mit den Lehrlingen in Wien im Parlament. Wir haben heuer einen Lehrausflug gehabt in Saalbach-Hinterklamm im Kletterpark. Wir haben Rhetorik- und Präsentationskurse. Die Lehrlinge im dritten Lehrjahr dürfen ihre Weihnachtsfeier selber organisieren. Wir haben auch einen Redewettbewerb, da wo wir vorab Coachings anbieten und natürlich vieles mehr, das was Kontaktlehre alles erfahren könnt. Wir kommen jetzt zur Elektromobilität. Eine italienische App, die Eiskaffee oder auch Personen transportieren kann, haben wir Ihnen schon in einer unserer letzten Sendungen vorgestellt. Genauso wie einen E-LKW, der Waren zustellt. Und jetzt kommt das Bier mit dem E-LKW. Ähnlich ist die Situation bei Stiegl. Auch hier testet man einen E-LKW in der Zustellung in der Stadt Salzburg und Umgebung. Auch hier sind die Erfahrungen mit der Reichweite von ca. 150 km ähnlich wie bei Quenberger. Im Stadtbereich, so wie wir fahren, ist er halt sehr angenehm. Es ist total entspannt fahren. Du brauchst nicht viel schalten, weil du gibst Gas oder du steigst auf Bremsen und das war's. Und du machst relativ wenig Lärm und du hast auch keine Abgase. Das heißt, wenn wir mal einen Oblader haben, wo ich jetzt nicht so lange brauche, wo ich sage, ich stehe 10 Minuten, kann ich ihn reinlassen, brauche ihn nicht abstellen und das stört keinen. Weil mehr ist wie ein Kühlschrank, sagen sie bei uns drinnen immer, mehr Lärm macht er nicht. Auch hier ist Spritzigkeit ein entscheidender Vorteil. Stellt sich aber die Frage, E-LKW oder Bierkutsche in der Auslieferung? Der E-LKW sicher an erster Stelle, dann der Diesel und mit dem Pferd. Ja, da habe ich so meine Probleme, weil meine Fahrzeuge sollen möglichst keinen eigenen Wühlen haben. Geladen wird der E-LKW bei Stiegl mit 44 kW, die Ladezeit beträgt 5,5 Stunden. Die Reichweite im Praxistest beläuft sich mit 12 Batteriezellen, wie gesagt, auf 150 km. Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bekommen Sie natürlich von der Salzburg AG und sollten Sie zum Produktkombikunde sein, dann können Sie die Vorteilswelt am Smartphone kostenlos nutzen. Unser Vorteil des Monats, eine exklusive Bierverkostung in Obertrum am See. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.